Mai 1945. Der Zweite Weltkrieg ist beendet. Die alliierten Truppen haben Europa vom Faschismus befreit. Das Wendland war eines der letzten deutschen Gebiete, das nach heftiger Gegenwehr von den Amerikanern eingenommen wurde. Die einheimische Bevölkerung war zunächst irritiert, hatte sie doch alle Hoffnungen und Wünsche bereits sehr früh in ein nun zerstörtes tausendjähriges Projekt investiert. Im östlichsten Teil Niedersachsens, zwischen Elbe und Altmark, liegt der Landkreis Lüchow-Dannenberg, auch das Wendland genannt. Geprägt von historischen Rundlingsdörfern, ruhigen Wäldern, Fremdenverkehr, Kunst und Nostalgie, treffen hier ländliche Idylle und politische Konflikte aufeinander. Seit einigen Jahren bemüht sich diese Region um eine Aufarbeitung ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit. Diese Dokumentation zeigt auf, dass auch hier der Nationalsozialismus allgegenwärtig war. Ja, das Wendland bildete sogar eine NSDAP-Hochburg des Deutschen Reiches. Zeitzeugen, Regionalhistoriker und aufschlussreiche Dokumente geben einen Einblick in die Zeit, deren Spuren sich langsam zu verwischen beginnen. Der verhängnisvollste Tag in der deutschen Vergangenheit ist unbestreitbar der 30. Januar 1933. Rückblickend bedeutet die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler 12 Jahre nationalsozialistische Gewaltherrschaft und die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges mit über 55 Millionen Toten, darunter 6 Millionen ermordete Juden, unzählige sogenannte Unbequeme, politisch Andersdenkende, Angehörige verschiedenster Randgruppen und nicht zu vergessen das Leid der Zivilbevölkerung im Bombenhagel. Diese politische und gesellschaftliche Katastrophe durchzog das gesamte damalige Deutsche Reich, die Großstädte genauso wie die Dörfer. Lag es an der offensiven Propaganda, die durch die Nazis einen neuen Stellenwert bekam? Dem Verdruss über die Weimarer Republik, die, regierungsunfähig geworden, an der Reformierung der Arbeitslosenversicherung zerbrach? Deutsche wählt Nationalsozialisten gegen Hunger und Verzweiflung. Und die Bevölkerung Lüchow-Dannenbergs folgte diesem Aufruf. Das mit 17% unerwartet gute Abschneiden der NSDAP im Altkreis Lüchow bei den Reichstagswahlen vom 14. September 1930 brachte den Nazis zwar die zweitstärkste Position in der Wählergunst hinter den Deutsch-Hannoveranern, gefährdete die anderen Parteien jedoch nicht existenziell. Die Machtkonstellation untereinander war kaum verändert. Nach dem 14. September 1930 lag die SPD in den Städten vorn. Im Raum Gartow-Höbeck hatte sie die besten Ergebnisse. Dagegen sank ihre Bedeutung im dörflichen Bereich auf dramatische Weise. Die KPD war mit 2% in den Dörfern kaum existent. Ergebnisse zwischen 3% und 10% gab es in den Städten. Die meisten Stimmen erhielt sie ebenfalls im Raum Gartow-Höbeck. Der Erfolg der NSDAP ist nicht auf ein einheitliches Stimmverhalten zurückzuführen. Gravierende regionale Unterschiede sind auffällig. Dem schwachen Abschneiden der NSDAP im Großraum Gartow, ausgenommen Gorleben und Prezelle,
steht der überdurchschnittliche Stimmenzuwachs in Schnega, Klenze, Bergen gegenüber. Die Stadtbevölkerung wählte unterschiedlich. Während Schnakenburg fast unberührt blieb, hatte Lüchow sich bereits zu einem Fünftel für die NSDAP entschieden. Insgesamt bietet der Wahlbereich Lüchow 1930 politisch ein heterogenes Bild. Ein gewisser Stadt-Land-Gegensatz ist bei der SPD und KPD zu erkennen. Andere Parteien hatten ihre lokalen Wahlbesitztümer und schienen dort trotz des Wetterleuchtens der NSDAP gesichert. Die folgenden Wahlen bewiesen, wie sehr die Bevölkerung hinter der NSDAP stand. Innerhalb von wenigen Jahren gelang es der NSDAP in zwei Sprüngen von 17% im Jahr 1930 auf 66% 1932 die Zweidrittelmehrheit zu erreichen und diese sogar noch auszubauen. Der Triumph der Faschisten ist nahezu uneingeschränkt. Kaum eine Ortschaft verweigert den Nazis die absolute Mehrheit. Im Gegenteil, die Wendländer gaben der Hitlerpartei mit bis zu 89% nahezu grenzenlosen Wahlkredit. Am erfolgreichsten war die NSDAP in protestantischen Kleinstädten mit landwirtschaftlichem Umfeld, was auf das Wendland zutrifft. Mehr noch, ob aus Überzeugung oder unter Druck zustande gekommen, das Wahlergebnis vom 12. November 1933 setzte eine historische Rekordmarke. Im Raum Bergen-Schnega und Prezelewice gab es eine Wahltotale von 100% für die Nazis. Der daraus resultierende Mittelwert von 96,8% lag um 4,6% höher als der Reichsdurchschnitt. Auf das gesamte Reich projiziert sind die hohen Wahlergebnisse von geringer Bedeutung. Dennoch waren sie mehr als ein Strohfeuer. Betrachtet man die Treue der Bevölkerung bis zum bitteren Ende, kann von einer Unschuld am Faschismus keine Rede sein. Aussagen wie »Bei uns war doch nichts los« oder »Was soll denn hier schon groß passiert sein?« zeugen vom Selbstschutz und der Macht des Verdrängens. Monarchisten, Bürgerliche, Mittelständler, Christen, Liberale, Republikaner, Sozialdemokraten, Kommunisten – alle, die jahrelang das etablierte Bild der Wahllandschaft prägten, wurden von den Nationalsozialisten und ihren Hilfstruppen im Sturmlauf hinweggefegt. Das, was 1933 an republiktreuen Parteien zurückblieb, war zu wenig, um der nun beginnenden Errichtung der brutalsten Diktatur in der neueren Geschichte einen wirksamen Widerstand entgegenstellen zu können. Auch in Lüchow-Dannenberg hatte Adolf Hitler gesiegt. Die Weichen in die braune Zukunft des Wendlandes waren gestellt. Was mag die Menschen im hannoverschen Wendland dazu bewogen haben, ihre Stimme der NSDAP zu geben? Was führte sie weg vom welfischen Gedankengut, liberaler Gesinnung, ständischem Denken, bäuerlicher Auffassung, klassenbewusster Theorie? War es ein Zeichen der Enttäuschung und Verbitterung oder die Wirksamkeit der NS-Wahlversprechungen? Eine geschickt ausgenutzte Protesthaltung scheint Hitlers Sieg ermöglicht zu haben. Die demokratische Gesinnung hatte sich nicht festsetzen können, weil die traditionsreiche deutsch-hannoversche Partei, die Welfen, Demokratie nicht als ihr Hauptanliegen betrachtete. War also auch und besonders für die Lüchow-Dannenberger Bevölkerung der Staat von Weimar die ungeliebte Republik? Erntete Hitler nur, was andere gesät hatten? Nachdem die NSDAP nun auch in Lüchow-Dannenberg herrschte, prangte das Wendland im Fahnenschmuck. Die Mehrheit der Bewohner hatte die Machtübernahme mit Begeisterung aufgenommen. In vielen Verlautbarungen kam die Hoffnung zum Ausdruck, dass es nach Jahren der Depression und Not nun wieder aufwärts gehen würde. Zunächst änderte sich auf lokaler Ebene überhaupt nichts.
Es waren dieselben Beamten, Verordnungen und Verfügungen. Erst allmählich setzte sich der neue Führungsstil durch. Wie die Bevölkerung den Machtwechsel aufnahm, welche politischen und sozialen Umstände das Leben im Wendland bestimmten, berichtet der Zeitzeuge Willi Kaminke, Jahrgang 1902. Hier im Landkreis Lübeck-Dannenberg weiß ich nur von Grabow Bescheid von der Machtergreifung. Und die hat sich sehr ausgedehnt im Wissen, ich war ein brauner Hund, selbst. Nicht in der Partei, aber in der NSBU, Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation. Was war das genau? Das war die Vertretung, wie sie heute genannt wird, die Gewerkschaft für die Arbeiter. Es wurden in den Betrieben Gruppen gegründet und die waren in der NSBU waren. War es Pflicht, dort Mitglied zu sein in der NSBU? Nein. War es nicht? Es war nicht. Die Machtergreifung in Grabow war furchtbar, einfach, weil sie alle glühende Nationalsozialisten waren, wenigstens nach außen hin. Also bei den Wahlen 1933 hast du auch NSDAP gewählt? Ja, habe ich. Und weißt du noch was dazu zu sagen, warum ausgerechnet gerade diese Partei? Warum? Das will ich genau sagen. Es war so, alle Menschen lebten in einer Armut. Den Bauern ging das nicht gut, den Arbeitern noch viel schlechter. Es waren doch ebenso viele Arbeitslose im Reich bald wie heute. Mhm. So sah das aus. Die wanderten auf der Straße von einem Ort zum anderen. Die Bauern haben das leidlich oder gut ausgenutzt, nicht wahr? Wenn einer nicht wollte, dann standen fünf andere vor der Tür. So sah das in Wahrheit aus. Und so war es auch auf den Arbeitsstellen, Baustellen von Bauten und was alles so gibt. Ja, nun ist es ja bei Wahlen normalerweise so, dass alle Parteien immer Programme herausgeben und dort sagen, wir werden die Arbeitslosigkeit bekämpfen. Warum? Was hat dich bewogen, ausgerechnet NSDAP zu wählen? Waren deren Programme deiner Meinung nach am besten geeignet dafür, die Ehrlich gesagt, abzubauen? Wir waren das müde mit den anderen Parteien. Die haben uns alle, das ging doch immer weiter bergab. Und wir waren das müde und das Volk hat sich an diesem Strohhalm festgehalten und hat gehofft, dass das hier mit nur durch den Nationalsozialismus besser wurde. Und es war so, im Grunde, im Kreise Lübeck-Dannenberg haben nur wenige von Politik eine Ahnung gehabt. Wir haben das nicht gewusst, was das überhaupt bedeuten tat. Mhm. Eine Wissende war die Frau Majorin von Plato, wo ich in Arbeit bei war. Mhm. Die hat mir 10-mal gewarnt, Kaminke, das ist nicht richtig. Aber ich habe ihr das angenommen, weil wir nur einen Stundenlohn von 18 Pfennig pro Stunde kriegen, die Frau nur 14. Wir kriegen ein Deputat, eine freie Kuhhaltung, aber wir mussten uns das Heu und die Nahrung fürs Winterfutter mussten wir uns sonntags zusammen arbeiten. Wir kriegen wohl gespannt vom Hof umsonst, nicht wahr, um das Heu einzuholen. So sah das in Wirklichkeit aus. Kanntest du denn selber auch Personen, die damals 1933 noch nicht NSDAP gewählt haben oder die, bis auf die Frau von Plato, die du ja schon genannt hast, vielleicht sogar davor gewarnt haben, Leute, macht das nicht? So aus deinem näheren Bekanntenkreis? Ich will da ganz ehrlich sagen, es hat sich keiner getraut. Schon 1933 nicht mehr? Schon damals nicht. 33, bei der letzten Wahl, wie dies war, also kurz vor der Machtergreifung, da waren noch etliche Menschen, die anders dachten. Mhm. Aber im Grunde hatte nach der Machtübernahme hat da keiner gegen mehr geredet, weil schon die Gefahr bestand,
Du kommst nach Oranienburg. Bleiben wir noch mal ein bisschen bei der Machtergreifung 1933. Wie hast du selber reagiert, als die Ergebnisse der Wahlen dann feststanden und alles jetzt offensichtlich dafür sprach, dass die Nazis tatsächlich die Ich gesamte Macht an sich? persönlich will das ehrlich sagen, war sehr begeistert dafür. Ganz und gar. Ich habe die letzten Pfennige zusammengekratzt und mir eine braune Hose gekauft. Habe Aufmärsche mitgemacht in Hamburg, in Lüneburg, in Bückeburg und so weiter. Trotzdem bei dem billigen Geld von 18 Pfennig die Stunde. Ich wurde aber von den anderen Kameraden unterstützt. Ich war doch nicht in der SA oder in der SS oder sonst was. Ich war ja Betriebszellenleiter von der NSBU. Begünstigte die hohe Arbeitslosigkeit im Deutschen Reich von über 30% im Jahr 1932 das politische Umdenken? Für die Lüchow-Dannenberger Bevölkerung kann man das mit hoher Wahrscheinlichkeit verneinen. Im Wendland waren aufgrund der landwirtschaftlichen Dichte die Arbeitslosenzahlen gering. Es war zwischen 1931 und 1932 ein Anstieg von knapp 3% bemerkbar, von 12,8 auf 15,6%. Doch diese Zahlen sagen nicht viel aus. Um den Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit, Armut und Antisemitismus im Wendland zu erkennen, ist es von großer Bedeutung, die allgemeine Stimmung von damals einzufangen und sie zu analysieren. Im Stadtarchiv von Lüchow fanden sich einige Dokumente, die dieses erlauben. Es berichtet Dr. Karl Kowalewski, Stadtarchivar, Historiker und Autor aus Lüchow. Ich möchte hierzu ein Plakat zitieren, das am 14. Mai 1930 in Lüchow überall an den Anschlagsäulen hing. Auf diesem Plakat heißt es: Der Kampf des Landvolks für Recht und Freiheit, Landvolk, deutsches Volk, erwache, ehe es zu spät ist. Die Kundgebung findet statt am 17. Mai 8 Uhr Lüchow Hotel zur Krone. In dem Polizeibericht, über diese Versammlung heißt es wörtlich, ich zitiere daraus: Als zweiter Redner trat ein Petersen, der angeblich aus Schleswig-Holstein gekommen ist, auf. Petersen schimpfte auf das Regierungssystem. Das deutsche Volk, besonders die Bauern, würden von dem internationalen Judenkapitalisten ausgesogen. Der Staat betreibe ja nur Erfüllungspolitik, statt Forderungen zu stellen. Die Deutschen seien fast alle zu feigen Memmen und Weibern geworden. Das Volk, das der Aussaugung keinen Widerstand entgegensetze, müsse zugrunde gehen. Soweit das Zitat aus dem Polizeibericht über die Versammlung einer Landvolkkundgebung in Lüchow. Ich glaube, dass dieser Bericht die Stimmung, die Radikalisierung der Stimmung auch hier im Landkreis charakterisiert. Man sieht hier deutlich, dass auch hier im Landkreis der Antisemitismus sicherlich eine Rolle gespielt hat bei dem Zulauf, den der Nationalsozialismus mit seinen antisemitischen Parolen in der Bevölkerung gefunden hat.
Verfolgung in Lüchow-Dannenberg, ein Thema, vor dem lange Zeit die Mauer des Schweigens stand. Erst Ende der 80er Jahre wurde Lokalbezogenes veröffentlicht. Aus welchem Grund geschwiegen wurde, ist unklar. War es Desinteresse, Verdrängung oder Scham? Bis Ende des 19. Jahrhunderts lebten im Wendland viele Juden. Es gab jüdische Gemeinden, jüdische Friedhöfe. Eine Synagoge stand in Dannenberg. Unter anderem waren auch Händler, Handwerker und Ärzte jüdischer Abstammung. Um 1900 lösten sich dann ihre Gemeinden auf, die meisten zogen nach Lüneburg oder Salzwedel, wo sich die nächstgrößeren Synagogengemeinden befanden. Vereinzelt blieben aber einige Juden in Lüchow-Dannenberg. Ihnen erging es im Dritten Reich nicht besser als den übrigen Verfolgten des NS-Regimes. Manchmal siegte dennoch die Menschlichkeit. Eine Frau aus dem Raum Gartow wurde bis Kriegsende von ihrer Familie, den Nachbarn und Freunden geschützt und gedeckt. Obwohl auch leitende Parteimitglieder darüber informiert waren, dass sie Halbjüdin war, leiteten sie keine Schritte gegen diese Frau ein. Eine gebürtige Dannenbergerin erlitt ein anderes Schicksal. Über ihren Leidensweg ist einiges bekannt. Axel Kahrs, Studienrat, Autor und Historiker zum Thema. Am 30. Mai des Jahres 1900 hat die jüdische Gemeinde in Dannenberg einen neuen Erdenbürger zu begrüßen. Es ist Thekla Bernau. Sie heißt damals noch Benjamin. Im Jahre 1929 hat sie ihren Namen geändert. Wir wissen nicht die Gründe. Die Eltern ziehen relativ bald nach Holland. Die Verwandten ziehen nach Salzwedel.